haben wir da die Autobahnbrücke A3. Wir brechen da 800 Kubikmeter Beton ab, bringen wir 600 Kubikmeter Kies auf und das ganze Material muss zum Schluss wieder weggefahren werden. Brückenbau ist für uns unsere Stärke, das machen wir auf der Autobahn, sind wir eigentlich auch zu Hause. Wir wollen die Brücke selber abbrechen, wir brechen sie selber ab und das ist schon irgendwo eine Geschichte, wo wir uns da auf die Fahnen schreiben wollen, damit wir als Firma Fahne in der Lage sind, so ein Projekt durchzuführen, auch selber durchzuführen. Mein Name ist Thomas Pfeilschöfter, ich bin Baumaschinenführer bei der Firma Fahne, bin seit 15 Jahren bei dieser Firma tätig. Mein Arbeitsgerät ist der Volvo-Bagger. Das ist ein EC300, also ein 33,5-Tonnen-Bagger ohne Anbaugeräte. Das hat sehr viel mit Konzentration zu tun. Also das ist schon, Abbruch ist immer nicht voraussehbar, ist ganz klar. Die heiße Phase hat begonnen jetzt. Die Autobahn wurde um 20 Uhr wie geplant ausgeleitet. Die Autobahnmeisterei ist jetzt vorbeikommen, hat die beiden Fahrspuren Passau und Nürnberg freigegeben. Wir sind jetzt einer davon, bringen das Kiespolster ein und bauen die Mittelleitplanke aus. So damit wir jetzt, ich schätze mal, in einer halben Stunde mit den Geräten einfahren können und mit einem Abbruch beginnen. Da sind wir jetzt mit 8 Backern, sowohl mit Meißel, Werkzeug und Brechzange an den Arbeiten. Die laufen jetzt seit 2 Stunden sozusagen nach dem Fallbett auf Hochtouren. Meißeln tun wir, wenn es kompakte Baukörper sind. Da hat man mit der Zange keine Angriffsflächen. Und mit der Zange arbeiten wir speziell jetzt am Anfang, wo wir das Geländer zurückgebaut haben oder eben den schmalen Kragarm abgebrochen haben. Da hat man mit der Zange gute Angriffsflächen und ist da am schnellsten. Uhr morgens haben wir es jetzt, die Nacht haben wir durchgearbeitet mit Vollgas. Wir fahren seit 5 Uhr am Beton raus, so wie wir es auch geplant haben. Und ich denke mal, dass wir jetzt bis 10 Uhr brauchen, dann haben wir die Fahrbahn wieder so weit frei, dass wir dann Kehrbesen drüber lassen können und um 12 Uhr die Straße wieder aufmachen können. Also sind wir zuversichtlich, dass wir es schaffen. Wir befinden uns hier auf unserer Zwischenlagerfläche. Die Fläche wurde uns von der Autobahndirektion zur Verfügung gestellt. Die Fläche haben wir im Vorfeld hergerichtet, Oberboden zur Seite geschoben, diese Trasse eingeschüttet. Und hinter uns wurde der komplette Baugrubenaushub zwischengelagert und auch der Betonabbruch wird hier zwischengelagert.
Ja, wir sind sehr stolz auf das Team, das jetzt halt eben die Leistung die letzten Stunden seit gestern Abend um 8 Uhr abgewickelt hat. Es hat alles ohne Verletzungen und ohne Probleme funktioniert, wie wir es geplant haben, und wir sind jetzt halt pünktlich fertig geworden, also minutengenau auf 12 Uhr, und sind stolz auf das, was wir jetzt geschafft haben.